wenn keiner sich darum kümmert, das vielleicht den Jugendlichen beizubringen, oder wenn wir wieder beim Bildungssystem irgendwo damit umzugehen, mit sozialen Medien, dann ja, ist es halt trotzdem schwierig, ne? Weil wenn du es nie lernst und dir es auch keiner beibringt, es keiner anspricht, dann klar, da kann man sagen, ja, hättest du dich selbst darum kümmern müssen, aber es muss halt irgendwann mal von jemandem kommen. Willkommen in einer neuen Folge. Heute, aus meiner Sicht, wieder mal ein interessanter Gast, Erwin Sperling. Er hat gerade sein Abi gemacht und sich gegen das Studium entschieden, weil er mit seinem eigenen Unternehmen durchstarten möchte. Unter anderem auch Content Creator für eine Uni. Irgendwie paradox, oder? So ein bisschen. Erwin, hi. Hi, grüß dich. Wie geht's dir? Blendend. Wann hast du Abi gemacht? Letztes Jahr. Also, Voll in der Corona-Zeit? ja. Wie war's? Spannend. Was heißt spannend? Auf der einen Seite wahrscheinlich eine Chance irgendwo für mich, weil ja, ich im Endeffekt mehr Zeit hatte als vielleicht Präsenz. Ne, also wenn ich in Präsenz im Unterricht wäre. Aber natürlich auch vielleicht in manchen Hinsichten anstrengender als ohne Corona, sagen wir mal so. Also das heißt, im Endeffekt schon durchwachsen, sagen wir mal so. Ne? Ist da die Idee geboren für dein Unternehmen? Oder aufgrund der Corona-Zeit? Oder wie kommt man dazu, in so jungen Jahren ein Unternehmen zu gründen? Also ich glaube, weil halt viele junge, also generell alle Menschen, aber vor allem auch die jungen Menschen so isoliert waren von allen anderen, hat man, glaube ich, mehr Zeit gehabt nachzudenken. So ich auch. Und war halt irgendwo, ja, dann in meinem Kinderzimmer, hab dann nachgedacht, okay, wie geht's auch nach der Schule weiter? Hat man ja immer so, vor allem im letzten Schuljahr nochmal, so einen Nachdenkprozess, sage ich mal. Und habe dann viel reflektiert, viel über die Vergangenheit nachgedacht, so was hat mir gefallen, was ich bisher gemacht habe, was kann ich mir vorstellen, in Zukunft zu machen. Und ja, so in Richtung, also letztes Jahr im Februar ist dann halt auch die Agentur, wie sie jetzt besteht, entstanden. Und habe ich die Abi-Prüfung zu Ende gemacht und dann gesagt, yo, gehe ich voll rein mit der Zeit. Ohne Ängste. Doch, also was heißt Ängste? Ne? Also schon irgendwelche Sorgen und Gedanken so, ne? Ob das überhaupt funktionieren wird, ob das so der richtige Weg ist. Teilweise immer noch heute so ein bisschen diese Gedanken irgendwo herumschwören, aber schon mit einer soliden Sicherheit, sagen wir mal so. Inwieweit hat Schule den Weg geebnet, für dich so einen Schritt zu gehen? Hat sie überhaupt den Weg geebnet? Ich würde sagen, vielleicht, weil vielleicht auch in Kombination mit Corona, ich gelernt habe, so mich selbst zu organisieren, vielleicht auch durch die Zeit. Kam halt wenig Unterstützung so durch die Lehrerschaft, sagen wir mal, ne? Und dadurch, dass ich mich selbst organisieren musste, habe ich dann auch irgendwo gelernt, selbstständig zu sein im Sinne von ja, Schulaufgaben, mich selbst zu organisieren. Wie hast du das gemacht? Das sagst du jetzt so einfach, aber es ist ja, das ist ja immer rausgekommen, ne? Jetzt, es gab ja auch genug engagierte Lehrkräfte, ne? Ich habe ja in vielen Podcast-Talks von mir auch darüber gesprochen, woran es gescheitert hat an Hürden, Reglementarien. So, aber offensichtlich war ja dann doch jetzt die Chance da, irgendwie sich selbst zu organisieren, Fähigkeiten zu erlernen, obwohl man nicht den Ort Schule hatte. Wie hast du das denn gemacht? Also wo? Also, es hat halt irgendwo schon mit 16, 17 so angefangen, dass ich mich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, Produktivität, Arbeit oder smarte Arbeit irgendwo beschäftigt habe. Und ich glaube, mit der Zeit hat sich es einfach so ergeben, dass ich selbst gut organisiert war, einfach so, also für einen jungen Menschen, ne? Und Entschuldige, deswegen dass ich halt, nachhake, ja. weil jetzt ich weiß schon wieder, welche Frage jetzt auftaucht. Aber wie? Ja. Hast du Also, was konkret? dir YouTube-Tutorials angeguckt? Ja. Wie war der Zugang? Weil wenn du Ja. 30 Jahre zurückgehst und dort wäre so etwas gewesen wie Corona, dann bin ich halt zu Hause und habe keinen Zugang zu Wissen und Ja. Zugang zu was ist, welche Skills kann ich irgendwo erfahren? Wie hast du es? Also wo hast du es gefunden? Ich lese halt, wie gesagt, so seit 3 Jahren ungefähr täglich Bücher. So, das heißt, Bücher ist ein Punkt. So, aktuell jeden Morgen. Früher war es teilweise abends, bisschen so die Routine geswitcht, aber an sich lese ich jeden Tag seit 3 Jahren. Und da auch halt, wie gesagt, so Bücher ja, in Richtung Produktivität, Organisation und Bücher auf jeden Fall, ein Punkt. Ansonsten hat das Ganze auch so mit 16 angefangen, dass ich halt von anderen YouTubern, Creatern halt Videos geguckt habe, wie du jetzt schon angemerkt hattest. Ne, diese klassischen Study Creator, so wie erreichst du gute Noten mit möglichst wenig Aufwand? Da ist halt immer so ein Punkt, ja, du musst dich gut organisieren, ne? Und
dann halt irgendwann auch in Richtung Wochenplanung gegangen. Also zum Beispiel jetzt am Sonntag, auch schon seit Jahren, plane ich halt meine ganze Woche durch. Also reflektiere die vergangene Woche und plane die kommende Woche. Seien es Termine, aber auch Zielsetzungen. Und das hatte ich halt auch schon damals. Also so, ich wusste im Grunde genommen am Sonntag schon, was die nächste Woche abgeht. Man konnte dann einfach so quasi wie so eine Liste abarbeiten und wusste im Endeffekt logischerweise, dass wenn ich diese Woche so durchgehe, wie ich es mir aufgeschrieben habe, dass ich halt meine Ziele erreichen werde. So. Gibst du diese Tipps irgendwo weiter? Ja, also das ist auf Instagram, ne? Da habe ich meine eigene Theme-Page 2019 im April gestartet und quasi die Learnings, die ich in dieser Persönlichkeitsentwicklung gemacht habe, dort halt weitergegeben, im Grunde genommen recycelt. Ne? Ich habe es gelernt und dann halt in meinem Style weitergegeben und da teile ich meine Learnings. Wie ist die Rückmeldung? Also der Bedarf scheint da zu sein. Ich glaube, wie viel hast du? 38.000? Ja. Folgende Menschen. Ja. Ja, so, wie sind die Rückmeldungen? Meinst du in Hinsicht auf das Thema oder? Allgemein. Ja. Es war Corona-Krise. Danke, dass mir einer Tipps gegeben hat. Oder wie ist negatives Feedback? Keine Ahnung. Kommen die Lehrkräfte und sagen, was machst du denn da? Nee, also die Lehrkräfte feiern es teilweise. Es folgen jetzt nicht extrem viele, aber teilweise schon so Eltern und Lehrer, die sagen so, ey, geil, das zeige ich ab und zu meinen Schülern. Hatte ich auch letztens in der DM vor ein paar Monaten so, ey, richtig geilen Content, den du machst. So immer, wenn irgendwer ein bisschen in Staucheln gerät, so, dann sage ich, ey, guck mal hier, check mal die Seite aus, so. War, fand ich auch lustig. Halt, da ist das Feedback auf jeden Fall top. Ansonsten, während Corona hat man natürlich halt so die Verzweiflung bei vielen Jugendlichen gemerkt, die vielleicht so sich mit den Themen noch nicht so krass beschäftigt haben, in Hinsicht auf Organisation oder Planung, Produktivität, ne, die vielleicht da gerade so reinkommen, die da im Endeffekt aufgeschmissen waren, vor allem während Corona. Da war das Feedback auf jeden Fall so mehr oder weniger Verzweiflung, kann man sagen. Habe dann da auch zum Beispiel ein kostenloses E-Book geschrieben. Habe ich gestern drüber nachgedacht, als ich mich auf den Podcast vorbereitet habe, so was ich überhaupt gemacht habe in der Corona-Zeit. So. Habe ich ein kostenloses E-Book geschrieben und da war halt auch der Andrang extrem krass. Ne? Also wahrscheinlich auch, weil es kostenlos war, aber einfach so, weil der Bedarf natürlich auch trotzdem da ist, ne, das durchzulesen. Waren auf jeden Fall, ich glaube, 1.000 bis 2.000 Downloads oder sowas, ne, innerhalb von ein paar Tagen, wo ich die Promo gemacht habe. Also auf jeden Fall schon. Ist ja eine Bestätigung eigentlich, dass es jetzt gar nicht Thema Digitalisierung, Digitalisierung von Schule, wo geht die Zukunft der Bildung hin? Das ist also eben nicht rein mit Gerätschaften und Internet getan, sondern es geht ja auch um Inhalte offensichtlich, oder? Also ist das so auch so ein Bedarf, wo man sagt, ja okay, das denken wir auch immer nach. So, jetzt ist das Ausrüsten der Schulen das eine, aber jetzt denke ich immer über diese voll ausgestattete Schule nach. Ja, Wahnsinn, also wirklich jeder Raum und alles und Internet und Speed und Klasse und jetzt. So, wo sind denn jetzt die Themen? So, ich sag so, wie, und das scheint ja jetzt wieder eine Bestätigung zu sein. Deshalb finde ich es interessant, auch mit dir zu sprechen. So, Thema Produktivität, sich selbst organisieren. Also dieser Mythos von so, jetzt sind wir im Internetzeitalter, jetzt kann sich jeder selbst organisieren und übrigens jeder kann selbst alles lernen. Ja, offensichtlich ja nicht, sonst hätten wir ja im Corona sagen können, ja super, irgendwie ist doch alles parat. Bist du denn connected mit vielen anderen, ich sag mal, aus deinem Bereich, aus deinem Metier? Also ist da, entsteht da, sagen wir mal, auch so eine Community von Creatoren? Ja, auf jeden Fall. Also generell habe ich auch eine Agentur für Influencer Marketing Management. Das ist ja, ne, was ich dann nach dem oder während dem Abi gestartet habe. Da sind natürlich auch andere Creator im Bereich Studygram oder Studygrams nennt man die ja, ne? So Study Creator. So nennt man die so. Ja. Ich lerne immer dazu. Ne, also mit so Study Creatern bin ich auf jeden Fall auch im Kontakt, auch im recht engen Kontakt so, ne, dass man sich austauscht. Und da sind halt die Themen immer wieder dieselben. Ne? Und teilweise sind das dann auch Creator, die noch während oder gerade mitten im Abi sind. Und hat sich, seitdem ich das Abitur gemacht habe, ist zwar nur ein Jahr, aber halt auch nicht viel getan. Also ist jetzt nicht extrem besser geworden, ne? Seitdem ist jetzt auch ein Jahr her. Ne? Also es geht ja von Jahr zu Jahr und es passiert halt wenig, ne, in der Bildung so. Und was du vielleicht meintest mit der Technik, die Technik ist zwar da teilweise, ne, bei uns waren ja auch in fast jedem Raum Smartboards in der Schule, aber wenn die Lehrer halt das Smartboard trotzdem wie eine Kreidetafel nutzen, dann bringt das ja auch relativ wenig. Ne? Also dann ist es halt nur eine digitale Kreidetafel so. Also genau, es geht dann auch darum, wenn ich in die Zukunft gehen möchte von Lernen und Lehren, um den Unterricht von morgen zu gestalten, muss es auch irgendwie von der Handhabung her anders sein, als einfach jetzt so, ich packe jetzt zumindest den Overhead-Projektor weg da und dann kommt die digitale Tafel, ja, und jetzt, keine Ahnung, jetzt mache ich am besten den Hintergrund wie die Kreidetafel, um so zu schreiben. Das ist das eine, Inhalte ist das andere und trotzdem überlege ich jetzt nochmal, warum, also
du studierst nicht, mhm, aber irgendwo hilfst du ja trotzdem jetzt einer Uni, ne? So, ja. Bei was machst du denn mit Unis oder mit einer, ja, Uni? Was machst du genau? Im Endeffekt bin ich für die Studierende, ne? Also durch Influencer. Ne? Ich selbst bin ja selbst Creator, Influencer, wenn man es so nennen mag, bin ich auch selbst Influencer irgendwo. Und mache Werbung für die. Ne? Mhm. Ob das jetzt über mich oder andere Creator ist, mit denen wir arbeiten, aber im Grunde genommen gewinnen wir für die Studierenden oder für Studierende. Und ja, das machen wir mit den Unis. So. Ja, aber wie? Jetzt frage ich wieder, ja, sorry, da kann ich wieder rein. Wie? Also was macht ihr? Erstellt ihr Videos? Mhm. Wie geht's? Also mit der CBS zum Beispiel hier in Köln, mhm, das war ja auch ein Grund, warum ich hergezogen bin, ne, diese längerfristige Kooperation mit denen, bin ich halt vor Ort teilweise gewesen, dass ich dann halt bei diesen Open Campus Days oder Open Campus Nights dann vor Ort war, zum Beispiel einen Workshop gehalten habe, über Social Media auch. Also das heißt, hab ich so ein bisschen am Tisch so Kärtchen zusammengelegt und dann gesagt, ey, pass auf, das hier ist die Zielsetzung auf Social Media, ne, Reichweite oder Community Building oder irgendwelche anderen Zielsetzungen im Marketing halt, ne. Dass sie dann so ein bisschen so wie so ein Puzzle das zusammenlegen. Ne, zum Beispiel so einen Workshop habe ich da gehalten für die Studierenden. Ansonsten mache ich halt Werbung in den Stories, dass ich sage, ey, pass auf, meldet euch an und informiert euch. Das sage ich auch immer. Jeder hat so sein, oder jeder Jugendliche oder jeder Mensch allgemein hat halt so seinen individuellen Weg. Und ich finde es halt auch falsch zu sagen, ey, pass auf, du musst jetzt studieren gehen oder du musst jetzt eine Ausbildung machen oder du musst jetzt selbstständig sein. Das sage ich auch nicht, obwohl ich halt so sage, ey, pass auf, Selbstständigkeit ist wahrscheinlich für mich das Beste. Mhm. Sage ich aber nicht, ey, jeder von euch soll in die Selbstständigkeit gehen. Ja, und deswegen arbeite ich auch mit den Hochschulen zusammen, weil ich glaube trotzdem, dass es für viele oder vielleicht sogar die meisten Sinn macht, erstmal zu studieren nach dem Abi. Ne? Und deswegen kooperiere ich mit denen und so sieht das ungefähr aus. Das wäre auch meine Frage gewesen. Auf der einen Seite sagst du, ich studiere nicht, ich habe eine eigene Agentur. Ne? Auf der anderen Seite aber sorgst du doch dafür, dass Menschen studieren? Das wäre ja auch meine Frage gewesen. Oder führt mich zu einer Frage, wie stehst du denn allgemein zu Abschlüssen? Ich meine, jetzt bist du jemand, der zwar Abitur hat, aber dann gesagt hat, so, jetzt mache ich keine weiteren Abschlüsse. Ja. Sind Abschlüsse noch zeitgemäß? Du sagtest jetzt gerade, für manche wäre es gar nicht schlecht, eben nicht in die Selbstständigkeit zu gehen. Riesenthema, ne? Nicht jeder muss CEO werden und Gründer werden. Ja, also dann aber die Frage, gehst du an die Uni? Machst du noch Abschlüsse? Welche Abschlüsse machst du? Mhm. Wie stehst du zu dem Thema? Ist ein schwieriges Thema, ne? Also ja, gibt's viel, das kann ich bestätigen. Diskussionsbedarf, ne? Deswegen, wie stehe ich dazu? Im Grunde genommen glaube ich, dass es nicht unsinnig ist, ne, einen Bachelor oder Master zu machen oder sowas, aber ich glaube, dass es halt heutzutage nicht mehr so relevant ist. Also ich glaube auch, dass Firmen, vor allem modernere Firmen, immer mehr auf Skillset schauen einer Person und nicht mehr irgendwie, yo, hast du für einen Bachelor gemacht oder was für einen Abi-Schnitt hast du, ne, sondern gucken halt, was hast du drauf, was hast du bisher gemacht, was hast du für Erfahrungen, gucken sich vielleicht auch die Person einfach dahinter an und nicht nur dieses Blatt Papier, was du bekommst, ne. Wie würdest du dann empfehlen, weil man am Ende des Tages weiß man es ja eben nicht, aber würdest du dann empfehlen zu sagen, okay, jetzt studierst du hast dich jetzt entschlossen, auf Bachelor in, Master in, was auch immer zu gehen, was würdest du dann empfehlen, ich sage jetzt mal einen klassischen Studiengang, nebenbei zu machen? Also was sollte man nebenbei vielleicht jetzt machen als Tipp, um sich nicht nur darauf zu verlassen, denn es spricht ja nichts dagegen, trotzdem zu sagen, ich mache einen Bachelor, ich mache einen Master in whatever, hab aber nebenbei jetzt noch Folgendes gemacht. Was würdest du empfehlen? Ja, was ich halt immer geil finde, auch den meiner Community empfehle auf Instagram, ist halt, dass sie irgendeinen Job machen sollen nebenbei, der halt nicht diese klassische, vielleicht bei Edeka an der Kasse oder so zu sitzen, ne, nicht als Beleidigung oder sowas, ne? Ich meine nur, es gibt halt wahrscheinlich bessere Alternativen heutzutage. Ich habe ja zum Beispiel auch mittlerweile Angestellte auf 450-Euro-Basis, drei Leute, die halt bei mir jetzt in der Agentur halt mitwirken und ist halt ein geilerer Nebenjob, der auch für den Lebenslauf vor allem, wenn du sagen kannst, pass auf, ich habe hier mitgewirkt bei der Agentur ESP Media, ist ein Startup gewesen, da habe ich mit Hochschulen kooperiert, da habe ich mit Influencern gearbeitet, macht sich halt besser für den Lebenslauf und für Skillset einer Person, als halt irgendwo vielleicht so einen klassischen Nebenjob zu machen, ne? Das kann ich empfehlen, immer nebenbei anzugehen und ansonsten generell einfach das Skillset ausbauen und einfach auch so das Wissen an sich, was vielleicht nicht nachweisbar ist, aber ich glaube, man merkt bei der Person relativ schnell, ob sie halt kompetent ist, einfach so, über welche Themen sie spricht, wie sie darüber spricht, ob sie, wie sie mit dir kommuniziert.
Und wenn man da halt ein breites Wissen hat, ne, wie zum Beispiel jetzt dieses tägliche Lesen. Ich sag auch, ey Leute, lest halt täglich Bücher und verlasst euch nicht auf Schulsysteme, sondern guckt halt, dass ihr irgendwo euch selbst weiterbildet. Ich habe auch so 5 Säulen, das ist halt, ne, immer dieses klassische, ne, 5-Säulen-Prinzip, bla bla bla. Aber ich habe das halt auch mal so ausgearbeitet, welche Lebensbereiche sollte ein Jugendlicher haben. Ne? Das sind zum Beispiel jetzt Gesundheit, Geld natürlich auch irgendwo. Du musst halt irgendwo gucken, dass du vielleicht auch auf eigenen Beinen stehst irgendwann, in einem gewissen Alter. Dann staatliche Bildung, daneben aber trotzdem die persönliche Weiterbildung, die ich immer mit einbeziehe. Und das sollte halt tagtäglich auch bei jedem Jugendlichen oder jedem Menschen allgemein am Start sein. Ne? Hm. Und dann halt Beziehungen natürlich noch. Also, dass man Beziehungen pflegt, dass man sich mit Leuten austauscht. Ja, das sind so die 5 Lebensbereiche, die ich sage, dass man sich darum kümmern sollte. Beziehungen pflegt, aufbaut, sich connected, einfacher denn je im Zeitalter, wo wir leben. Was wäre denn da ein Tipp? Ich meine, das sage ich ja auch immer. Ich denke zurück an meine Schulzeit ohne Smartphone, ohne soziale Netzwerke, keine Chance, irgendwie an eine Führungskraft oder an irgendeine Persönlichkeit zu kommen, um mal in Interaktion zu treten und davon zu lernen. Heute Xing, LinkedIn, Twitter, also teilweise so Fertigkeiten, wo du sagst, okay, ich würde unbedingt mal mit dieser Person sprechen. Niemals 2 Millionen Follower auf was weiß ich, komme ich nicht dran. Ah, aber von dem, der Head of irgendwas ist bei Twitter und hat nur 1000, vielleicht dann dorthin mal anfragen, hey, ich bin, was weiß ich, 16, 17, ich würde unglaublich gerne mal eben kurz nachfragen, hey, was soll passieren? Ist da vielleicht ein Tipp, jetzt schon mal herzugehen und zu sagen, auch frühzeitig so Fähigkeiten zu erlernen, richtig zu kommunizieren, um zu netzwerken auf solchen Plattformen, weil man kann es auch echt falsch machen. Also so Anfragen wie, ey, lass mal quatschen. Ja. Warum? Nur so. Ja. Ja, aber warum? Mhm. Also weißt du, was ich meine? Ja, irgendwie klar. Ist das vielleicht auch so, hat das vielleicht die Jugend oder die nächste Generation überrumpelt so? Mhm. Vielleicht ist die, also wie kommuniziere ich da jetzt? Ja, also ich glaube halt, dass irgendwo jede Connection, ne, wie du sagst, die man herstellt, basiert ja auf Mehrwert, den man austauscht. Mhm. Ne? Und wenn du halt auf eine Person zugehst und sagst, pass auf, ich kann dir diesen Mehrwert bieten, ne, und ich glaube auch, dass du mir diesen Mehrwert bieten könntest, ist ja im Grunde genommen wie ein Trade, den du halt machst, ne, mit der Person. Und so kann man das eigentlich relativ easy angehen. Also ich glaube, dass es nicht so kompliziert ist. Viele vielleicht wegen den ganzen Möglichkeiten, die man hat, es sich selbst verkomplizieren. Ne? Im Grunde genommen ist es einfach nur so, ey, jo, wie gesagt, ich kann dir das bieten. Du kannst mir das bieten, kommen wir doch irgendwie zusammen. Ne? Wenn es funktioniert, dann funktioniert's. Und wenn nicht, dann halt nicht. So. War ja im Grunde genommen mit dir jetzt wahrscheinlich anders. Ne? Also du bist ja auch durchaus bekannter als ich. Ne? Wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Lebenserfahrung als ich. Das auf jeden Fall. So, und wie war das halt? Also ich habe ja auch gesagt, ey, pass auf, ich behandle die und die Themen. Mhm. Ne? Ich habe da eine Reichweite irgendwo. Habe auch viel Erfahrung gesammelt bisher und vielleicht kann ich die beim Podcast mal teilen. So, ja. Ist natürlich was anderes, als wenn ich sage, yo, Daniel, lass mal quatschen. Exakt, das meine ich. So dieses Thema, wie gehst du jetzt voran? Das muss ja auch nicht immer so sein, dass du unbedingt mit einer prominenten Person irgendwie in Interaktion triffst, sondern auch allgemein das Netzwerken. Mhm. Auch im positiven Sinne, weil Social Media eben nicht nur, es ist halt eben nicht nur so das private Universum, sondern es ist am Ende des Tages für die Zukunft auch Business. Mhm. So, ja. Wo ich dann auch immer sage, viele fragen mich, was soll ich auf Xing oder LinkedIn? Ich sage, ja, irgendwo ist es jetzt so auch der digitale Pass. Ich sage mal, du bist ja auch in den Business-Netzwerken unterwegs. Und ich glaube, das ist auch noch massiv unterschätzt. Und es ist für mich auch, sind für mich auch Lernumgebungen. Also wenn ich zum Beispiel auf LinkedIn unterwegs bin, dann kriegst du halt auch echt gute Beiträge, wo du wieder sagst, das meinte ich jetzt mit ständig lernen und die Chancen ja eigentlich auch von Social Media, sozialen Netzwerken zu nutzen und nicht nur darauf angewiesen zu sein, dass du dir ein klassisches Buch bestellst, vielleicht jetzt auch gerne mal als E-Book, sondern eben das irgendwie der nächsten Generation mitzugeben. Es ist eben nicht nur passiv irgendwas konsumieren, um durch irgendeine Prüfung durchzukommen. Klassiker YouTube, Mathe-Videos, was auch immer. Schönen Dank. Ja. Nee, ich kann da echt für die Zukunft was lernen. Und manchmal glaube ich, das ist noch nicht so richtig angekommen, diese Chancen, die da sind. Also das würde mich mal jetzt so interessieren, was du da für Rückmeldungen hast. Jetzt im Zuge der Corona-Zeit, jetzt auch noch Krieg noch mit dazu. Ja. Also da kriege ich ja eher jetzt überwiegend die Angst wieder, glaube ich, irgendwie so. Was soll ich dann machen? Was wäre? Hast du das irgendwie mitgekriegt? Hast du selber irgendwie? Beim Krieg meinst du jetzt? Oder? Ja, Corona plus Krieg plus Krisen. So eigentlich schreien alle dann Juchai, Digitalisierung, Zugang zu Bildung, überall, ständig, jeder kann alles werden. Oh nee, offensichtlich haben wir ja doch echt
Ängste. Ja, also ich bekomme es teilweise mit. Ich bekomme auch, habe jetzt öfter mal DMs bekommen von Jugendlichen, dass sie sagen, ey, wie soll ich damit umgehen mit den ganzen Krisen und so. Mir macht das irgendwo Angst. Ne? Auch andere Kollegen irgendwo, die gesagt haben, ey, lass mal irgendwie darüber quatschen so. Ne? Was geht überhaupt ab? Ne? So wie kann man sich vielleicht auch irgendwelche Sachen vorbereiten oder ja, wie soll man dann einfach allgemein umgehen? Ne? Es ist schon krass, aber ich glaube vielleicht, dass viele, vor allem junge Menschen, sich dazu verleiten, sich extrem reinzusteigern in Dinge, wo sie vielleicht nicht mal krass was bewirken können. Ne? Also zum Beispiel jetzt, du hast ja keinen Einfluss darauf, ob jetzt Krieg herrscht oder nicht. Also jetzt ich kann jetzt nichts daran ändern. Und deswegen, klar, ich kann mich jetzt da voll, ja, okay, ich kann vielleicht indirekt was ändern, ne? Okay, aber jetzt, dass jetzt Krieg herrscht zum Beispiel, ja, kann ich ja jetzt nicht direkt beeinflussen. Ja. Du weißt, was ich meine, oder? Okay. Sonst kann ich den Punkt nochmal ein bisschen ausführen. So, und wenn ich mich jetzt aber trotzdem voll reinsteige und sage, oh scheiße, jetzt herrscht Krieg und meine ganze Zeit da rein investiere, dann vergesse ich halt die anderen Sachen, ne, um mich selbst zu kümmern, um vielleicht auch die direkt oder die unmittelbarsten Dinge, um die ich mich kümmern kann, dass es meiner Familie gut geht, ne. Zum Beispiel bei mir, Familie, also meine Familie kommt aus der Ukraine, die Hälfte, also nee, eigentlich die ganze Familie so, die Hälfte ist noch dort und die Hälfte ist hier. Und habe ich auch gesagt, okay, ich kann mich jetzt voll reinsteigen und sagen, okay, scheiße, Verwandte sind dort und manche sind hier und wie bekommen wir die rüber? Ich kann halt nur das Beste tun und das dann auch sagen, okay, jetzt mit dem Thema für heute Schluss und ich muss mich jetzt um mich selbst kümmern, ne, und um meine Family so. Ist das vielleicht einfach auch schwierig, gerade in dieser druckbetankten, ständig Informations-Ping-Ping-Ping-Ping-Ping-Welt, ja, eigentlich dann mit allen Mechanismen von Social Media wohlwissend, um die, das Emotionale anzupingen und zu triggern und dann ist irgendwie der Tag vorbei und irgendwie, oh Gott, und wie du eigentlich gerade sagst, dann geht es ja eigentlich wieder um die Themen, dann auch eben deutlich zu machen, ja, das ist ein ernstes Thema, das muss man auch behandeln. Aber irgendwann muss ich jetzt auch mal sagen, so jetzt geht es auch weiter und wie geht es jetzt weiter und wie finde ich mich da? Vielleicht ist das auch etwas, sich so ein bisschen zu lösen von dieser, von den, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, von den Informationen, die eigentlich nur negativ auf dich einwirken. Ja, also ich glaube, was da ganz gut helfen kann, ist halt ein bisschen diese Konsumentensicht abzulegen und zu sagen, pass auf, vielleicht bin ich auch selbst teilweise Creator. Es muss jetzt nicht sein, dass du eine Instagram-Page aufbaust oder sowas, ne, oder jetzt YouTube-Videos machst oder so, aber irgendwie was erschaffst und dann auf diese sozialen Medien mit einem anderen Blickwinkel schaust. Ne, weil wenn ich jetzt zum Beispiel was konsumiere, dann ist man im Hintergrund die ganze Zeit, okay, pass auf, ey, das ist eine coole Content-Idee oder ey, vielleicht ist eine irgendeine neue Nische oder sowas, ne, oder ey, den Creator kontaktiere ich mal für meine Agentur oder so, ne. Und dann ist es trotzdem was Produktives, wenn du das konsumierst zwar, aber produzierst gleichzeitig auch irgendwo. Ja. Und ich glaube, wenn man das einmal vielleicht umsetzt, dann kann das schon helfen. Und was man vielleicht aber auch sagen kann, ist, dass wenn keiner sich darum kümmert, das vielleicht den Jugendlichen beizubringen, oder wenn wir wieder beim Bildungssystem irgendwo damit umzugehen, mit sozialen Medien, dann ist es halt trotzdem schwierig, ne? Weil wenn du es nie lernst und dir es auch keiner beibringt, es keiner anspricht, dann klar, dann kann man sagen, ja, hättest du dich selbst drum kümmern müssen, aber es muss halt irgendwann mal von jemandem kommen. Ne? Wie, weil das Thema so, und weil wir nicht wissen, was jetzt in den nächsten Jahren passiert, gerade jetzt nach so einer, nach zwei so krassen Dingern wie Pandemie und der Krieg vor der Haustür. Es ist ja ein ernstes Thema. Ich weiß nicht, willst du es Medienkompetenz nennen? Und jetzt hast du ja nun mal eben die Lehrkräfte vor Ort. Ich schiele jetzt gerade auf die Lehrkräfte und auch auf die Lehrkräfteausbildung. Da muss ja irgendjemand, muss da ja, jetzt sagst du, du hältst schon einen Workshop mit 20. So, das heißt, da gibt es ja jetzt kein Curriculum für oder da gibt es ja keine Ausbildung für, da gibt es ja gar keinen Bachelor-Master für, weil das ja in den letzten Jahren so, und dann kommt auch TikTok mit dazu und dann das nächste und das nächste und das nächste. Ich denke jetzt einfach nur laut nach gerade mit dir, weil eben Lehrkräfteausbildung, Lehrkräfte fortbilden ist ein Riesenthema. Und bevor es jetzt rein um das nächste, so geht das Smartboard an und aus und so ist die Software, sind das ja ernste Themen, Medienkompetenz oder irgendetwas. Du müsstest ja eigentlich angefragt worden sein von der Regierung, oder? Mit deinem Know-how. Noch nicht? Nee, noch nicht. Vielleicht kommt's weil bald. Du erzählst jetzt so viel. Ich meine, du hast jetzt gesagt, du bist Familie, Ukraine, behandelst das Thema Social Media, bist in Interaktion, baust auf, gibst auch noch echt gute Tipps. Also ist doch eigentlich prädestiniert, auch mal an der Schule vielleicht einen Vortrag zu halten. Ja, also würde ich gerne machen, ne? Aber ist noch keiner auf mich zugekommen. So, ne? Interessant. Ich hätte da Bock drauf, auch sogar ohne
jetzt irgendwie Geld in Anspruch zu nehmen, einfach mal so zu einer Schule zu fahren, irgendwie so einen Workshop zu halten. Hätte ich voll Bock drauf, aber ja. Lass uns doch dabei bleiben. Wer weiß, was im Nachgang passiert, weil wir hatten im Vorgespräch, haben wir auch über Jonas gesprochen, der bei mir im Podcast war. Die Folge kommt jetzt auch noch. Ach, jetzt muss ich aufpassen, wann wir hier gerade sprechen. Wir sind ja in der Vergangenheit, wann auch immer die Folge ist. Auf jeden Fall Jonas, super Typ, Psychologiestudent, mega Input, Riesenthema für die Zukunft. Auch wieder, was ich immer sage, ne? Früher 30 Jahre ist alles gut gegangen, immer der gleiche Job. Und jetzt vielleicht alle 2 Jahre einen neuen Job, vielleicht alle 6 Monate psychischer Druck, Riesenthema. Auch so einer mit dazu, um mal wirklich so total breit gefächert, gar nicht zu sagen, wir setzen den Unterricht, sondern wir bringen diese Inhalte rein. Also das wird auch irgendwie... Wäre was Geiles, oder? Wäre was Geiles, ne? Wer? Haben wir nie gemacht. Wenn dir dann noch jemand einfällt in deinem Netzwerk, ne, dass du immer bündelst, ne? Ich bin ja immer sehr proaktiv, wie du ja auch bestätigt hast heute im Vorgespräch, in meinem Podcast, ne? Also, was auch immer passiert, ob wir mal ein Schulprojekt machen, ne? Ob das auch am Ende mal irgendwie, keine Ahnung, dass da mal die Gelder reinfließen. Ich sage auch immer, liebe Regierung, ihr könnt auch von den Kohlen auch gerne mal ein paar Euros hier an den Erwin rüberschieben. Warum? Weil der ja offensichtlich was zu erzählen hat und weil der offensichtlich auch was mitgibt, dann mach doch mal so ein Projekt in der Schule. Und ich glaube, alle hätten Spaß. Ja. Und du hattest ja auch gesagt, Lehrkräfte sagen ja auch, sie benutzen deinen Content oder empfehlen ihn. Ja, das ist ja nicht so, dass du jetzt der böse Mensch da im Internet bist. Bisschen. Ja, warum? Warum bisschen? Ja, sag mal. Ja, ich kann's ja sagen. Ich glaube, es ist aber auch vielleicht Aufklärungszeitalter. Du kannst dir ja vorstellen, ja, Matheunterricht, will der Herr Jung jetzt den Matheunterricht ersetzen? Will der Herr Jung jetzt den Matheunterricht ersetzen? Das sind Kommentare von Lehrkräften, die sagen, das ist aber nee. Also so geht das aber nicht. In der Aufklärungsphase ist es aber so, hey, es ist doch ein super Additum und du gibst einfach was mit und nur in der Interaktion, deshalb arbeiten wir mit so vielen Lehrkräften zusammen, deshalb schreiben wir immer raus, kommt hier vorbei, testet die Gerätschaften, kommt in meinen Podcast, lasst uns reden, lasst uns eine Veranstaltung vor Ort machen, nicht zu sagen, so geht der neue Unterricht, sondern um gemeinsam zu entwickeln. Darauf will ich eigentlich hinaus, es gibt auch genug negatives Feedback und ich glaube, es entsteht immer nur daraus, dass noch nicht genug Aufklärung erfolgt ist und eher diese positiven Sachen zu nutzen sind. Wie auch jetzt deine Intention zu sagen, hey, dann komme ich mal vorbei. Und ich glaube, die Kids hätten echt Bock darauf. Ich denke schon. Also generell, also ich merke das ja, wie gesagt, an den ganzen DMs, ne, dass es halt die Leute oder die Jugendlichen sind einfach, sehen Schule irgendwo als Gegenspieler und nicht als Mitspieler, kann man vielleicht auch so sagen. Na, die denken sich so, oh scheiße, jetzt bin ich von 8 Uhr bis 16 Uhr in der Schule und dann komme ich nach Hause und dann kann ich mich um mein Leben kümmern, so sagen wir mal so, ne, oder um das, worauf ich Bock habe. Und ist halt blöd, wenn du halt 8 Stunden deines Tages irgendwo investierst, was dir keinen Bock macht, so, ne? Und deswegen glaube ich, dass durch solche Aktionen, ne, können wir mal wirklich andenken, ist jetzt sehr festgehalten auf den Kameras. Ne? Das geht, das sobald es raus ist. Ich würde es am liebsten gleich direkt hochladen, damit auch, wir werden kleine Einheiten wieder draus machen. Ich werde es bei TikTok, überall, Instagram teilen. positiverweise, weil ich immer, ich bin ja ein sehr hoffnungsvoller Mensch, dass auch irgendwann vielleicht irgendeine Idee kommt, jetzt sind wir hier in Köln, ne? Vielleicht gibt es mal hier irgendwann eine Aktion, wo man dann eingeladen wird, wo man ein Event macht, wo man dann nicht auf Reglementarien den nächsten Antrag schreiben, ob ich das machen darf und ob er vorbeikommen kann, weil ich es so essentiell finde, so das umzusetzen. Wer weiß, was dann passiert. So. Und genauso, wenn einer, keine Ahnung, dann habe ich vielleicht mal irgendwann einen aus Berlin, der macht dann in Berlin so eine Aktion. Ich weiß es nicht, aber so Anstöße geben. Ich sage mal, das willst du ja auch machen. Anstöße geben, Leute besser machen. Ich glaube, immer, wenn man so eine Intention hat, dann geht man auch einen guten Weg. Ne? Mhm. Aber zu dem Thema guten Weg gehen, wenn du jetzt schon mit Unis zusammenarbeitest, ist da nicht manchmal so ein Kribbeln dann doch zu studieren? Ja, auf jeden Fall. Also 100%. Okay. Erzähl mehr. Also ich sag mal so, mir macht halt Lernen extrem Spaß und Schule hat mir auch, bis zur 9. Klasse nicht, das lassen wir mal weg, den Teil, ne? Kann man wirklich vergessen, aber so ab der 9., vor allem so Richtung Oberstufe, hat mir halt Schule wirklich schon Bock gemacht, ne? So, ich hatte halt natürlich mein Ding abgezogen so, ne? War da so ein bisschen, hatte meine eigenen Strategien gefahren, aber mir hat es halt Bock gemacht, ne? Auch so mich auf Prüfungen vorzubereiten, zu gucken, okay, wie kriege ich am meisten Punkte mit möglichst wenig Aufwand draus und so. Das war für mich wie so ein Spiel, das ich gespielt habe, ne? Die Schule. Und darauf hätte ich halt schon Bock, ne? Aber ich glaube vor allem in meiner aktuellen Situation, weil ich irgendwo jetzt schon gewisse Chancen habe, ne, vor allem mit der Agentur und dem, was ich mache als Creator, dass da einfach der Return irgendwo auch größer ist aktuell, als jetzt mich hinzusetzen und halt mehr oder weniger Vollzeit zu studieren.
Das ist so der Punkt. Aber ich habe eigentlich so schon safe einmal die Woche so einen Gedanken, so, oh, so zu studieren hätte ich schon Bock irgendwie. Und als selbstorganisierter Mensch, wahrscheinlich besser als so manch anderer, was man aber alles erlernen kann, parallel, nicht so? Parallel, ich mache gerade eine IHK-Ausbildung zum Beispiel, das mache ich nebenbei. Das können wir gleich nochmal ansprechen, so, aber ich glaube, Studium parallel, also zum Beispiel jetzt in der Agentur war es jetzt Montag bis Freitag so 9 oder 10 Uhr fange ich ungefähr an, so, ne? Zwischen 9 und 10 Uhr bin ich halt bis 18 Uhr machen, dann noch Social Media Content so 19, 20 Uhr, dann noch ins Gym, ist halt der Tag schon Montag bis Freitag zumindest voll. Samstag mache ich dann die IHK-Ausbildung, die ich gerade mache für meine Agentur. Und weil mir auch Bildung so wichtig ist irgendwo, trotzdem diesen Bildungsaspekt mit drin zu haben. Und dann will ich halt irgendwo mal vielleicht einen Tag haben, wo ich nichts oder wenig mache zumindest. Ne? Sollte sein, oder? So bei allem Hustle ja, und je und 24-7 und durch und durch, ja, und durch, darf man auch mal durchschnaufen, oder? Ja, also 100%. Also ich glaube, mindestens einmal wöchentlich so, bei mir zumindest, kann bei manchen ein bisschen weniger sein, manchmal ein bisschen mehr, bei manchen, ne, ist bei jedem unterschiedlich. Bei mir ist es so einmal die Woche, sollte schon sein. Und dann nochmal unterteile ich das Ganze auch in so Sprints, die ich habe irgendwo, wo ich sage, okay, pass auf, hier die 2 Wochen, die 4 Wochen ziehe ich extrem durch und dann bin ich meine Woche bei der Family. Ne? Jetzt war ich zum Beispiel 2,5 Wochen in Hannover da, bei der Familie. War halt auch so, ne? Aber ist extrem wichtig auf jeden Fall. Du machst eine IHK-Ausbildung. Hm? Wie kommt's? Und warum? Und was genau? Ja, IHK-Ausbildung für Influencer Marketing Management. Also, da gibt's eine? Ja, ach, gibt's mittlerweile. Ach was. Ist geil, ne? Also ist halt alles online so. Das heißt, ich kann es halt wirklich so, ich habe so Lernhefte bekommen. 5 Stück für 5 Module. Muss ich halt durcharbeiten, dann mache ich eine Prüfung. Mache jetzt wahrscheinlich dieses Wochenende die zweite. Warum mache ich das? Ich glaube so primär aus 2 Gründen. Mhm. Einmal halt, weil mir Lernen halt wie gesagt Spaß macht, ne? Und ich das sage, ey, nee, endlich aus der Schule raus und nie wieder lernen. So, ich denke, Lernen gehört irgendwo dazu, vor allem wenn man vorankommen will, ne, im Leben. Dann, ja, wie gesagt, weil es Bock macht. Und zweitens irgendwo halt trotzdem so einen gewissen Social Proof zu haben. Ne? Du kannst halt sagen, okay, ich habe eine IHK-Ausbildung gemacht. Ist halt trotzdem irgendwo, dass du theoretisches Wissen hast, ne? Was du wahrscheinlich auch durchs Studium dir aneignest. Um vielleicht ein bisschen zu entkräften, dass ich kein Studium habe. Vielleicht ist das auch so ein Punkt, warum ich das Also ist es doch irgendwo in einem drin zu sagen, hier ist mein Zertifikat? Ja, also ich glaube schon. Mhm. Nicht bei jedem, bei mir zumindest, auf jeden Fall. Also, du darfst dann ausbilden? Nee. Das nicht. Das ist im Grunde genommen einfach, dass ich zertifiziert bin, dass ich das machen kann in der Theorie. Ne? Praxis ist dann wieder was anderes. Aber in der Theorie kann ich es dann und kann sagen, ey, die IHK hat mich geprüft und ich kann Influencer-Marketing für andere betreiben. Okay. Mhm. Das ist ja interessant. So. Ja. Obwohl du ja schon vorher eine eigene Agentur gegründet hast. Ja. Also gründen kann jeder, ne? Aber dann halt ja, die das Wissen sich aneignen kann halt nicht jeder, ne? Ja. Oder auch dann nochmal die Praxis, das sind ja so 3 Sachen, 3 unterschiedliche Paar Schuhe, kann man so sagen. Ne? 3 Leute arbeiten schon bei dir? Ja, also 3 auf 450-Euro-Basis und dann haben wir noch so auch provisionsbasiert Leute, die halt Research machen, ja, Leads raussuchen, das ist jetzt so sehr businesstechnisch, aber insgesamt sind wir jetzt 7 Leute mit mir angeschlossen, die jetzt in der Agentur so mitwirken. Wer da tiefer eintauchen will, kann dir ja folgen. Welche Pläne hast du? Ich meine, du schaffst ja in dem Sinne dann, deshalb hatte ich vorhin gefragt, ist vielleicht Ausbilden interessant für dich in Zukunft? Mhm. Weil das ja wirklich so, diese Mediawelt, ja, das ist ja eben nicht nur Image, es ist ja echt, ne, wenn man tollen Content macht, man schafft ja wirklich etwas, ne, man kann positiven Einfluss nehmen, Werte schaffen und eben auch, ne, nicht, du sagtest gerade, jeder kann Unternehmen gründen, das ist für mich nochmal ein anderes Thema, dieses, nicht jeder muss Gründer werden, aber es ist schon gut, da eine Frische draußen zu haben, ne, ja, ein neues Unternehmen und manche werden sich halt durchsetzen, das ist ja auch gut, es werden neue Arbeitsplätze dann eben, eben geschaffen. Wie siehst du denn da deinen Weg? So. Meinst du jetzt die Zukunft, die nächsten Monate, Jahre? Ja, was hast du, Thema Ziele? So, manche sagen, ja, ich möchte ja unbedingt wachsen und schnell wachsen. Ja. Macht dir das Spaß, mit Menschen zusammenzuarbeiten? Arbeitest du lieber in einer kleineren Einheit? Wie bewältigst du alles? Ich meine, ne, Thema Internet,
soziale Netzwerke, Influencer-Marketing ist ja nicht mal eben so aus der Hand geschüttelt. Ja, wo sehe ich mich die nächsten Monate, Jahre? Also, das ist eigentlich eine blöde Frage, dieses, wo sehe ich mich? Ja. Anders. Wie es weitergeht, oder? Ja, ist eher interessanter. Ja. Wie erlebst du den? Ich meine, du bist 20. Ne? Also ich mit 20, ja, da, meine Ohren, Segelohren abgestanden, keine Ahnung, ich war froh, irgendwie so ein bisschen Lebenserfahrung zu bekommen. Jetzt sagst du, du hast auf einmal, du bist verantwortlich dafür, mit Menschen zusammenzuarbeiten, dafür zu sorgen, dass die ihr Geld bekommen und so. Das ist ja auch eine Verantwortung. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass es halt so weitergeht irgendwo, ne, mit der Agentur. Ich glaube jetzt vor allem, wenn Corona vielleicht jetzt abflacht mal, ne, dann, dass ich da mit der Agentur nochmal eine andere Richtung gehe. Vielleicht ist auch spannend zu wissen, wir sind da ja im Bereich Infocontent spezialisiert. Also wir arbeiten jetzt nicht mit Lifestyle- und Beauty-Influencern oder sowas zusammen, sondern halt mit Leuten, die Infocontent erstellen, weil ich ja auch aus dieser Sparte irgendwo komme. Ich produziere ja auch informative Inhalte, ne, kann man so sagen. Ja absolut. Und deswegen glaube ich, dass ESP Media, so heißt ja meine Agentur, irgendwo das ausbaut und nicht nur so, yo, pass auf, wir machen halt irgendwie nur rein Werbung, irgendwie Story-Promotions und YouTube-Integration und vielleicht nochmal eine langfristige Kooperation mit irgendeiner Firma, dass man vor Ort vorbeikommt, sondern das bisschen so zu shiften und wirklich so die Gesellschaft wirklich zu bilden, ne? Und dass irgendwann sich halt ESP Media als Agentur, die halt die Nummer 1 ist in Deutschland in dem Bereich, so, für Infocontent, ne? Und da haben wir verschiedenste Creator in verschiedensten Nischen, die auch eine Reichweite haben, was bewirken in der Gesellschaft und ja, dann halt der Kopf davon zu sein von der Agentur, würde mich ja schon extrem stolz machen, ne? Aber du hast keine Angst vom Scheitern? Nee, also, ja, wenn ich scheitere, dann... Das ist ein Riesenthema in Deutschland. Das ist so, um Gottes Willen, jetzt mal angenommen, nächstes Jahr, alles geht in die Hose oder irgendwie so. Und dann fängst du an zu studieren und alle zeigen in Deutschland mit dem Finger. Er wollte hier unbedingt eine Agentur gründen. Also, ich finde, das ist ein Problem. Ne? Das ist auch so, dass wir seit Jahrzehnten diskutiert man darüber. Ja. Und dann denke ich mir auch so, und das muss ja nicht nur für Gründer gelten, sondern eben so insgesamt, so diese Scheiterkultur, eigentlich zu sagen, hey, es ist okay, zu scheitern und auch drüber zu sprechen. Mhm. Ja, also... Ja, nee, ich bin ja schon auch mit ein paar Sachen gescheitert, ne? Also ich habe in dem ganzen Stuff ja angefangen, wo ich 17 war. So. 16 habe ich angefangen, mich damit so reinzulesen und alles. Und 17 habe ich dann so angefangen, ein paar Sachen auszuprobieren. Ne? Ich glaube, mit 17 habe ich mein Gewerbejahr gegründet schon. Also auch so mit dieses mit Amtsgericht und sowas. Nein, und mit, so mit 17, ja, das war ja ein Akt, oder? Ja. Also war auch ein Akt. Also ich habe ein bisschen Feuer bei den Ämtern gemacht, ne, und auch Druck ausgeübt mit meinen 17 Jahren. Aber habe dann ja so das erste Mal halt das Gewerbe, was jetzt existiert, diese Einzelunternehmung, mit 17 gegründet. Und da habe ich dann, wie gesagt, da schon meinen Content gemacht, den ein bisschen monetarisiert mit so E-Books und Kursen und sowas, ne, zu verschiedensten Themen und dann auch eine Agentur davor gehabt, ne, mit einem Geschäftspartner. Und da haben wir zum Beispiel für Autohäuser und Restaurants bei uns in Celle, also in Hannover, in der Nähe von Hannover, das Social Media gemacht. Also so Content Creation, die hochgeladen, mit den Leuten interagiert. Und hatten wir auch 3-4 Kunden. Und dann nach drei, vier Monaten haben wir gesagt, ey, funktioniert nicht so. Vor allem, da kam auch, das war mitten in Corona, ne? Das war da, wo es angefangen hat. 2020 war das ja, glaube ich, ne? Das ja. Aber hätte man nicht dann gerade sagen müssen, jetzt nutze ich die Chancen von Social Media, weil es gibt doch keine besseren auch Vertriebsmöglichkeiten, wenn man authentisch Content produziert, einen Mehrwert bietet und dadurch seine Marke weiterhin da draußen präsent hat, präsenter macht. Das hat mich eigentlich gewundert, aber jetzt bestätigst du auch wieder, nee, dann jetzt ist Corona. Ja, also warum das gescheitert ist, war vor allem so, weil es einfach so zwischen mir und meinem Geschäftspartner nicht funktioniert hat, so, das war halt... Also doch, it's all about people. Ja, eigentlich schon, lag vor allem auch daran, er war halt auf einer anderen Schule, ich war auf einer anderen Schule, dann noch Corona, Lockdown und ne, dann alles über Zoom machen ist auch ein bisschen schwierig, deswegen ist eigentlich mehr oder weniger gescheitert. Wir haben relativ schnell Kunden gewonnen, weil manche Unternehmer auch irgendwo gesehen haben, ey, das ist eine Chance, ne, irgendwie die Leute trotzdem zu erreichen, auch wenn die nicht bei uns im Lokal sind. Aber viele hatten natürlich auch kein Budget einfach dafür. Also, dass sie halt gespart haben, wo die können, haben sie zumindest gesagt, ne, dass sie kein Budget haben, da jetzt irgendwie Social Media aufzubauen und ein bisschen so Instagram-Posts hochzuladen und ein bisschen so Emojis rumzuschicken. So, das war so deren Mindset, ne, dazu. Ja, also manche haben es gecheckt, manche nicht. Und ich glaube, dass ein Kunde von uns damals, den verfolge ich immer noch, der macht immer noch Social Media seitdem. Also der hat dann angefangen mit uns und hat dann das weitergeführt oder weiterführen lassen zumindest. Thema Bildungsansatz, für mich geht es da bei weitem nicht mehr um Social Media, soziale Netzwerke, Posten, Influencer, Beauty, Fashion, Schminke, whatever, Sports.
es ist ein so weitreichendes Thema. Arbeitsplätze werden geschaffen. Mhm. Social Media ist nicht alles, aber offensichtlich viele Firmen haben erkannt, es ist nicht mehr nur Image, es ist am Ende des Tages auch, dort ist unsere Marke präsent, dort werden wir auch Dinge verkaufen. So, Thema Arbeitsmarkt, also muss ich Fähigkeiten dort erlangen. Mhm. Thema Kommunikation, wie kommuniziere ich dort drüber, außer ich habe einen privaten Account und mache ein bisschen was mit Freunden, sondern was, wenn ich ein öffentliches Profil habe, geht bis dahin, was ist, wenn ich irgendwo arbeite und Social Media nutze, geht hin bis jetzt gerade, wo wir es jetzt gerade aufnehmen, ist jetzt gerade, Finn Kliman ist gerade aktuell, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, es geht gar nicht nur um Finn Kliman. Er ist jetzt gerade halt präsent, aber dann kommt auf einmal jemand, der investigativ unterwegs ist, irgendetwas aufdeckt, dann wird es behandelt, es wird in einem Podcast behandelt. Wie wird es behandelt? Sollte man es thematisieren? Ich finde wieder, es muss jetzt nicht mit dem 6- oder 7-Jährigen machen, aber so in der Oberstufe hätte ich doch gedacht, sollte man das jetzt mal aufnehmen. Was ist möglich? Wieder in verschiedenste Richtungen auch so, was macht es mit einem, wenn man selbst präsenter im Internet wird? Wie geht man damit um? Jetzt habe ich so viele Sachen gesagt. Also das meine ich jetzt alleine damit, das hier zu thematisieren. Und das, da wurde ja niemals ein Curriculum für geschrieben. Nee, noch nicht. Vielleicht machen wir das ja mal zu zweit. Ob wir das machen oder andere. Und ich sage immer so, das hat ja nichts damit zu tun, dass man sagt, man ersetzt Schule, sondern man nimmt Know-how und arbeitet gemeinsam eben mit Schule und thematisiert das, weil das nun mal eben meines Erachtens relativ wichtig ist, um da der nächsten Generation irgendwie den Weg zu ebnen in die Zukunft. Sei es arbeitstechnisch, kommunikationstechnisch, whatever. Ja, also ich glaube, das Bildungssystem versucht sich da langsam. Also ich glaube, wir hatten, weiß ich gar nicht mehr so genau, aber ich glaube, wir hatten halt so einen, in Deutsch glaube ich in der 11. Klasse oder sowas, so ein bisschen Medienkompetenz und sowas, also halt peinlicher als hilfreich, so was halt irgendwie so, passt auf, was ihr auf Social Media macht, so. Und das war so der, die Schlussfolgerung aus dem ganzen Semester fast, ne? Die versuchen sich, glaube ich, dran, aber ich glaube, da braucht man halt, wie gesagt, auch die richtigen Leute, ne? Also, da braucht man halt Leute, die sich damit auskennen, halt mittendrin sind. Es gibt mittlerweile ja auch viele Creator, die halt Lehrer sind, so, ne? Also, Weißt du, bist du wirklich Lehrer oder ist es einfach nur so, dass du... Ach, das ist ja mal eine schöne Frage. Du weißt, super, dann haben wir wieder noch Material auch im Nachgang zum Rausrippen. Wir können den Podcast jetzt noch auf den Stunden hinausziehen. Also, ich war nie an der Schule tätig. Ich war auch nie an der Uni tätig. Ich hatte eine fantastische Zeit an der Uni. Erst hier in Köln tatsächlich, in der Sporo. Okay. Dann in Wuppertal. Dort auf Lehramt, Mathe und Sport. Aber abgebrochen. Okay. Weil für mich, und jetzt sind wir beim Thema Lebensweg, ich war immer auch sehr autodidaktisch unterwegs, sehr früh YouTube für mich entdeckt, hardcore zum Lernen. Das meiste Wissen aus der Mathematik von amerikanischen Professoren angeeignet und dann neu aufbereitet und so meinen Weg geebnet. So, und viele denken aber natürlich, ziehen vielleicht parallel mit Lehrer Schmidt, der jetzt auch vor kurzem hier war, ein Lehrer, der in der Schule ist und Videos mal gemacht hat. Und viele fragen mich dann auch immer so, hör mal, was ist in der Prüfung? Weißt du nicht, was in der Prüfung nächste Woche vorkommt? In der Abi-Klausur? Und hör mal, wie ist das mit der und der? Ich sage, ich bin nicht an der Schule tätig. Ne? Also ich war nie Lehrer. Ich bin dann vielleicht Online-Lehrer. So. Aber ich bin nicht dieser, wo viele sagen, echte Lehrer aus der Schule. Okay. Nee, das ist interessant zu wissen. Also wusste ich zum Beispiel gar nicht. So, aber wer ist auch noch, also wer ist, das ist das Thema, was wir vorhin auch hatten. Was hat das heute hier mit Bildung zu tun? Also du bist ja auch kein Lehrer und trotzdem kann ich mir vorstellen, dass du halt irgendwann Aktionen an Schulen machst, um etwas zu lehren. Nämlich die Schlüsse, die du gezogen hast, die Expertise, die du jetzt aufgebaut hast und die Inhalte, Thema sich selbst organisieren, die echt wichtig sind. So, das heißt, was ist jetzt die Definition wirklich von Lehrer? Dass es dann immer noch den Ort Schule geben muss, wo man zusammenkommt, auch post-Corona unter allen Maßnahmen, wie wir die Zukunft gestalten, hybrider Unterricht, whatever, immer noch vor Ort, Zugang zu Lehrkräften, Thema, den Beruf der Lehrkraft auch schmackhafter zu machen. Ich sag mal, wenn ich dir jetzt sagen würde, hör mal,
was willst du lieber machen? Das, was du jetzt gerade machst? Oder morgen als Lehrkraft anfangen? Leider würdest du wahrscheinlich sagen, du machst das weiter, was du jetzt machst. Also ist doch da auch irgendetwas, wie kannst du das schmackhafter machen? Ich glaube, man kann den Ort Schule für die Zukunft neu ausrichten. Aber das ist eben nicht damit getan, die Gebäude jetzt zu nehmen, schön neu auszustatten, schnell das Internet reinzumachen und dann sind wir durch. Ja, nee, das ist oberflächlich halt, ne? Also, ist nicht weitergedacht. Wir haben unseren Job getan, so, ne? Ist so, und diese Transformation ist so gewaltig und deshalb finde ich es immer interessant mit Menschen, wo man nicht direkt denkt, oh, da, der redet man aber heute über Bildung. Doch, tut man, auch gerade heute. Und ich würde mich freuen, wenn jetzt so im Nachgang vielleicht dann du mir in, was weiß ich, in 8 Wochen schreibst, immer Schule in, was weiß ich, Köln-Ehrenfeld, also keine Ahnung, wo auch immer, haben dann hier mich angeschrieben, ich habe einen Vortrag gehalten und alle hatten Bock. Die Lehrkräfte hatten Bock, die Schülerinnen und Schüler hatten Bock, alle haben irgendwie gelernt, mega. Ja. Hätte ich auch Bock drauf. Also, let's go, ne? Warum von, also du hast vorhin gesagt, weil du mit der einen Uni was machst, aber das ist doch nicht der einzige Grund. Warum von Celle nach Köln? Warum nicht Berlin, Hamburg? Ja, also ich glaube Berlin und Hamburg einfach nicht, weil es, also es hat mir einfach persönlich nicht so gefallen, die Städte. So, ich fand einfach Köln von der Stadt am geilsten so. Habe ich auch schon die eine oder andere Connection gehabt durch die Agentur, weil hier auch natürlich viele Creator wohnen. Das ist halt so die Influencer-Stadt seit 2015, 16, ne? Und deswegen eigentlich auch primär. Natürlich die Hochschule, aber eben auch wegen der Agentur, so wegen den Creatoren. Wie lange bist du hier jetzt? Seit März. Zum März bin ich eingezogen. Ach, seit März erst? Ja. Und? Ja, das ist cool. Wie findest du Köln? Ich bin auch seit einem Jahr hier. Ist auf jeden Fall um einiges spannender so, ne, als irgendwie Hannover und vor allem auch Celle. So, du kannst halt nichts machen. Also nach 18 Uhr kannst du nicht mal nach Hause fahren irgendwie, so, weil keine Busse mehr fahren. So. Also ist um einiges spannender. Man hat mehr zu erleben hier. Ne? Partys sind natürlich auch cooler. So. Ist nicht auch ein bisschen gefährlich? So, gefährlicher, ne? Also gefährlich im Sinne von, keine Ablenkung. Ahnung, du arbeitest, hast du Offices? Nee, ich habe jetzt noch ein Homeoffice, aber ich will wahrscheinlich dann halt im Mediapark vielleicht irgendwann mal arbeiten. So, das gut, so. Mediapark ist nicht, ich sage, wenn du jetzt in der Aachener dann Office dann nehmen würdest, dann ist ja die Gefahr groß. Nochmal, weiß ich nicht. Anstatt um 18 Uhr zu sagen, du machst noch Content, kann ich auch runter in die Bar gehen. Das ist jetzt aber auch schon so. Ne? Ich meine, die Versuchung ist halt irgendwo da. Ne? Also in Celle war es wirklich so, da hatte ich ein Office angemietet. So, das war, selbst wenn ich mich ablenken wollen würde, wäre es halt nicht gegangen. So, ne? Und hier in Köln ist so, ja, du bist halt hier, machst dein Stuff und kommt halt eine WhatsApp rein, so. Irgendein Creator, irgendein Manager von einer anderen Agentur oder auch ein ganz normaler Freund schreibt so, ey, Bock irgendwie was zu machen oder Bock was essen zu gehen. Ne, ist natürlich schwieriger, ist mehr Ablenkung natürlich. Aber dann bist du beim Thema wahrscheinlich wieder Selbstdisziplin vielleicht auch, irgendwann zu sagen, na klar ist die Verlockung dann groß, aber dann muss man immer gucken, wo willst du hin? Auch das ist ja vielleicht auf der Reise der persönlichen Entwicklung vielleicht wichtig. Was möchte man eigentlich? Es gibt vielleicht welche, die sind in der DNA ein bisschen mehr, die anderen sagen sich, hey, ich bin total zufrieden, vielleicht beim Erwin einfach zu arbeiten, auch gerne von Montag bis Freitag und dann ist okay. Ja. So, ne? Und das ist ja auch so, das mal vielleicht herauszufinden oder sowas. Aber wir sehen uns und sprechen uns in einem Jahr, ich weiß ja nicht. Vielleicht zum Ende hin noch die Frage, die ich auch sehr vielen stelle. Du hättest jetzt hier politisch gesehen, du hättest die Entscheidung, Unlimited Geldreserven. Was würdest du dir wünschen, was hättest du dir aber mal gewünscht, die letzten anderthalb, zwei Jahre, ne, deine Oberstufenzeit dann eben in Corona, was hättest du gerne umgesetzt, was würdest du jetzt ganz konkret umsetzen? Also im Bildungswesen allgemein jetzt, ne? Meinst du Schulsystem? Du hast jetzt die Verantwortung für die nächsten Abi-Jahrgänge, was tust du ihnen Gutes? Ja, boah. Jetzt geht gerne ganz nach oben jetzt zum Schluss. Ne? Nee, ich habe gerade so als erstes im Kopf gehabt, vielleicht wirklich so extrem kompetente Lehrkräfte einzustellen, so, die dann natürlich vielleicht auch besser bezahlt werden als jetzt. Das wäre so mein erster Gedanke gewesen, aber ich glaube, es ist auch vielleicht dann falsch, das nur auf die Lehrkräfte abzuwälzen, weil es gibt auch gute Lehrkräfte, hatte ich auch, ne? Ja. Extrem coole Lehrer. Das ist eine schwierige Frage. So. Das ist es vielleicht auch, warum wir uns so schwer tun. Ich hatte eigentlich gedacht, im Zuge von Corona, wow, jetzt haben wir es echt gemerkt. Bumm, die volle Kelle nochmal.
Harakiri, ein paar Pilotprojekte, okay. Mhm. Da hatte eine Schule irgendwie eine eigene Plattform entwickelt, okay, aber muss jetzt jede Schule eine eigene Plattform entwickeln, um sich zu vernetzen? Muss jetzt jede Schule 20.000 Anträge schreiben, um voll ausgerüstet zu sein? Müssen wir jetzt noch 2 Jahre überlegen, ob nicht alle permanent auch Service haben? Müssen wir jetzt auch noch in jeder Schule 4 IT-Leute oder Servicekräfte anstellen, obwohl wir eigentlich wir haben ja auch keine schlechten Unternehmen, die unterstützend da sind. Um nicht am Ende des Tages, und du sagtest auch nochmal, es ist ja nicht so, dass wir nicht auch Lehrkräfte haben, die wollen, aber die dann irgendwie jetzt so, darf ich das jetzt nutzen oder nicht? Muss ich jetzt wieder das Tool nutzen? Welches Bundesland macht wieder das? Um diesen Freiraum zu geben, damit eigentlich Schülerinnen und Schüler sich entfalten können, damit die Lehrkräfte sich entfalten können. Vielleicht ist es auch einfach, dass es nicht die eine Lösung gibt. Das ist eher so, wo würde man hingehen? Also wie gesagt, mein konkreter Vorschlag ist eigentlich heute eher, hey, pass mal auf, wir müssen gar nicht lang warten jetzt mit Ausrüstung etc. Hier sind tolle Menschen, die da das Internet nutzen, um tolle Inhalte zu teilen, Menschen inspirieren, Communities schaffen, positive Rückmeldungen haben. Schon mal der erste schnelle Schritt, zusammenzuarbeiten. So, das ist jetzt so mein Punkt. Ja, ich glaube, hat es, glaube ich, jetzt auch angeschnitten, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich würde, glaube ich, wenn man es jetzt gar nicht konkrete Maßnahmen definiert, sondern einfach nur sagt, in welche Richtung soll das gehen, vielleicht einfach so das Bildungssystem einfach so liberaler zu gestalten, dass man sagt, ey, vielleicht lassen wir mal die Lehrkräfte so mehr machen, was sie für richtig halten und gar nicht irgendwie so, ey, hier ist der Lernplan und ihr müsst das machen und auf die und die Art und Weise und hier müsst ihr einen Schulausflug machen, da dürft ihr keinen machen, weil steht nicht im Plan, sondern dass man einfach sagt, ey, kümmert euch einfach mal selbst darum, dass die Schüler gute Noten erreichen. Warum? Weil ich glaube, dass vor allem die Jungen, nicht nur die Jungen, ich meine die motivierten, vielleicht einfach die motivierten Lehrer, die Bock haben, denken sich, geil, kann ich machen. Und ich glaube, dass die Lehrer, die vielleicht ein bisschen so noch sehr, sehr alte Schule sind und auch nicht so motiviert sind vielleicht und nur noch so die letzten Jahre abarbeiten wollen, so, dass sie dann vielleicht keinen Bock mehr darauf haben, so, ne, relativ schnell. Das bei dem, was in den letzten 10 Jahren passiert ist, was ja auch nicht schlimm ist, die haben ja auch hohe Know-how im pädagogischen, die können ja begleitend noch mit dabei sein. Das ist ein guter Punkt und ich würde noch hinterher kippen, wirklich zu sagen, bei den ganzen Millionen und Milliarden, die irgendwie locker werden, ja, dann gib doch mal dann sagt jetzt eine Lehrkraft, hör mal, ich brauche jetzt mal hier, also dann machen wir einen Topf mit 50.000, keine Ahnung, der wird sich schon keinen Porsche holen, so viel Vertrauen muss man schon haben, dass der ein geiles Videoprojekt macht, Video-Equipment macht, dich einlädt, davon was macht und eben einen kürzeren Prozess hat, anstatt wieder so, muss die Schule beim Schulträger einen Antrag stellen, ob wir 4 neue Boards kriegen. Ja. So, das finde ich ein guter Punkt. Gut, dass du das gesagt hast und nicht ich. Also das kann ich eigentlich nur bekräftigen. Ja, also ich glaube, dass so ein bisschen mehr Liberalismus im Schulsystem so einfach hilfreich wäre. Ne? Gar nicht jetzt in diesem politischen Sinne, sondern einfach so, dass es freier wird, ein bisschen freiere Gestaltung da ist. So, das, glaube ich, würde schon viel bringen, weil man merkt das ja auch, so die Tendenz, umso älter Lehrer werden, umso weniger haben sie Bock, weil diese Motivation vielleicht auch schwinden geht. Ne? Du kommst als junger Lehrer rein, man merkt das immer so, es ist eine krasse Tendenz, ist jetzt nur eine Vermutung, habe ich jetzt nicht irgendwie Studien dazu gelesen, aber ein Lehrer kommt rein nach dem Lehramtsstudium, hat voll Bock und ist voll motiviert, da in seinen Beruf reinzustarten und nach 4 Jahren denkt er sich, ach, ich kann hier sowieso nichts bewirken, so, kein Bock mehr drauf, ne, und dann mache ich nur noch meine Stunde fertig und dann hier trage ich meine Noten ein und dann könnt ihr abhauen, so, ne, ist halt, erkennt man halt irgendwo diese Entwicklung, ich persönlich zumindest, ne, dass es so anfängt und diesen Verlauf nimmt und wenn jeder so ein bisschen sein eigenes Ding machen könnte und sagen könnte, ey, in diese Richtung stelle ich mir meinen Unterricht vor. Ja, ist ein interessanter Punkt. Jetzt haben wir ja auch letztens mit einem wieder drüber gesprochen, der halt auch Instagram nutzt, YouTube nutzt, TikTok nutzt, Tutorials aufnimmt mit seinen Schülerinnen und Schülern. Und er sagt, echt, mir geht die Zeit flöten. Und dann kriegst du irgendwie noch irgendwie eine halbe Stunde dann als Ersatz irgendwie so, anstatt zu sagen, Mensch, gib dir nur jetzt einfach, dann habe ich dem gesagt, warum kriegst du von der Schule nicht irgendwie 3 Tage? Du machst 2 Tage deinen Regelunterricht. Aber die 3 Tage gehst du voll auf deine Produktion, mit den, die Kids kommen in den Ferien zu dem und nehmen mit dem Physikexperiment auf. Also es ist verrückt. Und vielleicht um diesen Ansatz auch zu geben, auch der Politik zu sagen, dann macht doch mal eine Verordnung und sagt, der macht jetzt halt, was weiß ich, 60% seiner Zeit nicht klassisch in der Klasse nach dem, was die Vorgaben sind. Irgendwas macht der. Und der hat nicht umsonst Zehntausende von folgenden Menschen, die auf einmal geil auf Physik sind. Ja, ja. Also der muss ja irgendwas richtig machen. Und
da noch mehr Push auch dann diesen Lehrkräften zu geben, die dann auch auf einmal Creator werden. Also nicht diese, wo jetzt alle immer sagen, ja, die Content-Creator da draußen, die nie in der Schule waren. Ja, Daniel Jungwert fällt denen ein. Die waren ja nie in der Schule, aber meint jetzt hier zu unterrichten zu können. Ja, irgendwas ist da ja dran an Videolernen, additiv, whatever. Finde ich total interessant. Ja. Ich wollte zum Schluss noch ein Thema anreißen, geht mir jetzt gerade auch noch durch den Kopf, da sprechen wir viel darüber, Thema Bildungsgerechtigkeit in dieser schönen neuen Welt, Internet, alle Zugang, du kannst alles wieder werden, mega, klasse, toll. Mhm. So, und dann haben wir doch in Corona gelernt, jetzt sagtest du, du warst jetzt, das war vielleicht jetzt interessant, du warst jetzt abgeschnitten. Ich hätte jetzt gedacht, du sagst als erstes, ich bin mit einem Tablet via Internet auf YouTube gegangen, habe da gelernt, hast gesagt, Bücher. Also auch wieder, wo ja ein ganz signifikanter Teil abgeschnitten war. Mhm. Kein Tablet, kein Zugang. Dann wäre ja eigentlich auch so ein Masterplan gewesen, so warum schütten wir die da nicht zu mit dem, was schon, was noch da ist, Bücher oder so. Also ich habe gar keine konkrete Frage. Ich würde da mit dir gerne noch ein bisschen drüber sprechen, so zum Thema, welche Chancen gibt es jetzt hinsichtlich Bildungsgerechtigkeit, Zugang zu Bildung für alle mit Internet? Mehr, ich habe ja wieder zugelernt, Study, wie heißen das? Ach so, Studygrams. Studygrams. ist das eine Möglichkeit, Bildung noch gerechter zu verteilen? Wenn man es richtig nutzt, ja. Ne? Deine Lernplattform ist ja, oder das ist ja von dir, ne? Die Lernplattform gegründet, so, die ist ja auch kostenlos. Ja. Meinung, ne? So, die ist kostenlos, das ist ja eigentlich so ein perfektes Beispiel. So, es gibt eigentlich keine Ausrede, warum man Bildungsgerechtigkeit nicht herstellen könnte. Ne? Vielleicht nicht in dem perfekten Maße oder so, aber vielleicht diese Differenz zwischen Leuten, die halt aus guten Verhältnissen kommen, aus schlechten Verhältnissen, dass man den so ein bisschen minimiert. Ne? Mhm. Das ist ja auch ein erster Step. Und ich glaube, ich jetzt auch wieder Bildung oder einfach die Verantwortung der Lehrer einfach zu so zeigen, wie sie es vielleicht auch machen zu Hause, ne? Irgendwie umsetzen können zu Hause. Ne? Okay, wenn du zu Hause niemanden hast, der das beibringen kann, deine Eltern zum Beispiel, dann kann ich dir dieses Buch empfehlen. Mhm. So, hat noch nie ein Lehrer irgendwie gesagt, so, ja, ey, krass, ich kann Punkt. Euch, ne, ich kann dir ein Buch empfehlen hier. Was habe ich damals gelesen? So, ich glaube. Genau, ich hatte Probleme, mir Sachen zu merken. Habe geguckt, okay, was gibt's da so für Lerntechniken, dass man sich Sachen besser merken kann. Das große Buch der Lerntechniken oder so. Ja, warum kommt kein Lehrer zu mir und sagt so, ey, wenn du, ich merke bei dir, du kannst dir keine Sachen merken, so, liest dir das mal durch. So. Ist halt, es ist simpel halt, ne? Ja, vielleicht ist es sogar wieder zu simpel gewesen, so eine Aktion zu machen. Ich muss gerade an einen Menschen denken aus den USA, der eine große Plattform gegründet hat, die Khan Academy, die als Projekt teilweise, das war in dem Buch von 2012, wo ich schon dachte, wow, eigentlich ist Internet und überall und Zugang. Und dann ging es um ein Projekt für Dritte Weltländer, um DVDs mit DVD-Player und Fernseher dorthin zu shippen, weil dort eben kein Zugang mit Tablet und Internet ist, aber so dann eben Lernvideos zu konsumieren. Da dachte ich mir, das kann doch nicht sein. Und jetzt noch banaler ist ja wirklich dieses ganz Einfache, was brauche ich in Zukunft? Unter anderem Lerntechniken. Ja. Da gibt es ein Buch. Das ist unabhängig von Internet. Ja. Allen zuschicken. Dies, ja? Habe ich auch einen Post zu gemacht, ne? So was für Bücher sollte man als Jugendlicher so lesen, ne? Sind halt so Klassiker dabei, wie so Rich Dad Poor Dad und sowas, ne? Falls du das kennst. Klar, Robert Kiyosaki. Ja, genau, ne? Das hab ich auch mal so einen Beitrag gemacht, dass, ey, wenn du die Bücher liest, dann gehst du schon mal in die richtige Richtung. Dann weißt du, wie du effizient lernst, dann weißt du so, ne, vielleicht so ein bisschen dein Mindset in Hinsicht auf Geld verdienen änderst, dann noch so Connections knüpfen, wie man Freunde gewinnt. So, dann habe ich so ein Starter-Set konzipiert. Ne? Mhm. Habe ich halt damals auch gelesen. Das waren so die ersten Bücher, die ich irgendwo mir angeeignet habe zu fast jedem Lebensbereich. Wenn man das halt liest, dann bist du halt wieder schon ganz gut aufgestellt, so als Person auch. Ne? Ja. Und das ist halt easy eigentlich. So. Interessant. Also vielleicht zu banal, ich habe keine Ahnung. Ah, super interessant. Ja. Toll. Glückwunsch, echt coole Story. Und wir werden im Nachgang jetzt auch noch ein bisschen quatschen. Mhm. Super interessant. Wir werden uns ja auch wahrscheinlich über den Weg laufen, hier in Köln. Irgendwie. Bestimmt. Wo auch immer, auf der Aachener. Also, oder im Club oder so. Hey, Erwin, ich dachte, du arbeitest. Nein. Nee, nicht. Nein, super interessant. Und auch danke für deinen Content. Das sage ich auch immer denen, die eben Social Media dafür nutzen. Ich habe ein paar Comments auch durchgelesen. Ich sage mal, das ist ja auch toll. Vielleicht noch so wirklich jetzt zum Ende raus. Wie empfindest du das, so eine Bestätigung zu bekommen dann von der Community? Ich glaube, es ist
Es ist natürlich cool, ne? Also auf jeden Fall, dass man irgendwo die Anerkennung bekommt und dann Leute dir schreiben, ey, du hast mein Leben komplett verändert, so durch dich. Keine Ahnung, lese ich jetzt Bücher, habe meine Routine on point und habe meine Schulnoten verbessert. Das ist eigentlich so der Hauptpunkt, was die meisten schreiben, so, weil das wahrscheinlich so das Direkteste ist, wo du deinen Erfolg irgendwie messen kannst als Jugendlicher, so, das ist halt die Schulnoten, ne? Was für die meisten so am ehesten, ja, oder was das Direkte ist, ne, für die meisten. Es ist halt natürlich cool, auf jeden Fall. Ne? Aber dann geht es auch schnell in die Richtung. Ich habe jetzt nicht die allergrößte Reichweite, aber wenn halt mal das Feedback nicht kommt, so dann fragt man sich so, hä, okay, so, für wen mache ich das überhaupt? Ne? Kann auch schnell in eine andere Richtung gehen, dass man halt sich dann irgendwie Selbstzweifel bekommt oder sowas. Und da muss man natürlich auch so umgehen können, Medienkompetenz haben. Ne? Die traue ich dir zu, nach dem Gespräch heute. Ich danke dir für den Talk. Dankeschön. Viel Erfolg dir weiterhin. Bin gespannt, würde auf jeden Fall weiterverfolgen. Und auch nochmal zum Ende aus, wir sind offen für Aktionen. Ich bin gespannt, was im Nachgang kommt. Ich werde es auf jeden Fall weiter forcieren. Und würde mich freuen, wenn man vielleicht irgendwann was zusammen macht. Danke dir. Safe. Ich danke dir.